Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst mal sollte man hier mal eines feststellen. Wir stimmen hier nicht über die Zulässigkeit der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens ab, sondern darüber, ob wir als Stadtverordnete der Auffassung des Rechtsamts folgen oder nicht. Das ist der Punkt. An dieser Auffassung des Rechtsamts wurden ja von verschiedenen Rednerinnen und Rednern, unter anderem von Herrn Jürgens, auch von der Rednerin meiner eigenen Fraktion, verschiedene Zweifel geäußert. Wir wollen hier selbstverständlich nicht den Initiatoren des Ratentscheids vorgreifen, denn letztendlich wird es eine Frage der rechtlichen Auseinandersetzung sein, ob die Auffassung des Rechtsamts zutrifft oder eben nicht. Wir bleiben dabei, dieses Bürgerbegehren ist nicht nur politisch legitim und notwendig, sondern offensichtlich ist die Auffassung des Rechtsamts auch so, dass wir der Unzulässigkeit nicht zustimmen können. Es gibt hier, denke ich, drei verschiedene Ebenen, die man ein Stück weit auseinanderhalten muss. Das eine ist natürlich die politische Auseinandersetzung um die Zukunft des Radverkehrs in Kassel, das heißt über die Zukunft eigentlich des Stadtverkehrs insgesamt, nämlich die Frage, wie stellen wir uns in einer Situation, die gekennzeichnet ist von den Folgen des Klimawandels, von einer drohenden Situation für die gesamte menschliche Zivilisation, wie stellen wir uns lokales politisches Handeln vor, gerade im verkehrspolitischen Bereich, die einen radikalen Umbau des Stadtverkehrs ermöglichen. Das wird mit Sicherheit bedeuten, dass das Automobil seine zentrale Rolle dabei verlieren wird. Und zwar unabhängig davon, ob wir das jetzt wollen oder nicht, das ist so. Aber diese Diskussion werden wir mit Sicherheit der einen oder anderen Form hier noch aufführen und erst recht dann nächsten Monat, wenn wir über das Radverkehrskonzept diskutieren. Die zweite ist natürlich die rechtliche Frage. Dazu wurde ja einiges bereits gesagt. Eine Frage in der Bürgerversammlung zum Radverkehr, die damals nicht beantwortet wurde an das Rechtsamt, war ja, ob es die hessische Gemeindeordnung explizit verbietet, Initiativen bei Bürgerbegehren im Vorfeld zu beraten. Und wir haben heute die Antwort erhalten, nein, sie verbietet es nicht. Und gerade angesichts der Tatsache, dass wir in der hessischen Gemeindeordnung offensichtlich eine Fehlkonstruktion haben, nämlich dass wir einerseits Bürgerbeteiligung wollen, aber andererseits Bürgerbeteiligung verunmöglichen, indem Hürden gesetzt werden, die im Prinzip, wenn man es auf harte Fahrt nehmen würde, dann über die Stadt Kassel selber erfüllen könnte, wenn man nämlich überlegt, bei den Kostenschätzungen, ein Magistrat, der sich bei den Kosten der Rathaussanierung 11 Millionen verschätzt, wie will der ernsthaft einer Bürgerinitiative vorschreiben, dass sie eine exakte Kostenschätzung vornehmen, die Rekordstand hält. Hier warte ich darauf, dass den vielen Lippenbekenntnissen auch tatsächlich Taten folgen auf Landesebene, dass wir hier Bürgerbegehren möglich machen und nicht entmutigen.